Hallo, der M2Lashes Rückwärtstest. Vor 8 Wochen hatte ich dir gezeigt, wie Anfangsstadium war, nämlich bei Absetzen vom M2Lashes, weil da immer wieder Nachfragen kommen, wie sieht denn das aus, wenn ich das absetze? Ist das dann löchrig oder wie kann ich mir das vorstellen? Fallen vielleicht alle Wimpern aus? Nein, sie werden halt kontinuierlich etwas weniger und auch etwas kürzer. Also so ist der Ist-Zustand jetzt nach 8 Wochen, wo ich es nicht mehr nehme. Und dann gucken wir uns das natürlich auch nochmal mit getuschten Wimpern an. Jetzt zwischendurch erstmal nochmal einen kurzen Clip, so wie es vor 8 Wochen aussah, damit man das dann alles schön nebeneinander halten kann. Weil manchmal ist das schwierig, das überhaupt zu sehen. Was hat sich da verändert? Also wenn ich mir ganz normal die Augen schminke und die Wimpern tusche, habe ich gar nicht so unbedingt das Gefühl, dass das viel kürzer ist. Aber das sieht man erst im absoluten direkten Vergleich, weil das ja eine schleichende Geschichte ist. Da fällt nichts plötzlich aus, da werden keine Lücken entstehen. Es ist einfach ein Rückbau der langen Wimpern wieder zur ganz normalen Wimper. So, jetzt gucken wir uns das erstmal an, wie sah es vor 8 Wochen aus. Also das ist jetzt, ne? Gleich gucken wir uns an, wie sah es vor 8 Wochen aus. Und dann nochmal mit dem Augen-Make-up, so wie es jetzt ist, wenn die Wimpern dann getuscht sind. Das war die Länge vor 8 Wochen. Ich gucke jetzt mal so böse, dann sieht man es am besten. Und auch nochmal so nach oben, sodass man sehen kann, was hat sich jetzt großartig verändert. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. So, und wie sieht es jetzt nach 8 Wochen aus? So sehen die Wimpern jetzt mit Augen-Make-up und getuscht aus. Oh, und dann kannst du jetzt für dich vergleichen, was hat sich jetzt in den 8 Wochen getan? Um wie viel ist das weniger? Ich versuche jetzt mal alle Positionen, sodass man die Wimpern sehen kann. So guckt der Kakadu. Oh. Und das Ganze gucken wir uns dann auch tatsächlich nochmal in 4 Wochen an. Also wenn das 12 Wochen abgesetzt war. Und ich glaube, danach fange ich dann wieder an. Übrigens, im M2Lashes werde ich immer wieder gefragt, sind keine Hormone drin. Also das ist nicht, wenn man es abgesetzt hat, von heute auf morgen weniger. Ich finde, das ist immer noch ein ganz gutes Ergebnis. Das heißt, das ist jetzt nicht so ratzifatzi nach dem Absetzen weg. Und vielleicht nochmal so, genau. Und du vergleichst, wie sah es denn vor 8 Wochen aus? Dann sehen wir uns in 4 Wochen nochmal.